Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Sowieso bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu Fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunender Hund? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unser Steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Und? Herz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1. Rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geladen und bereit. Das sind unsere Leute. Wir müssen ihnen helfen. Infanterie auf 12 Uhr. MG-Feuer eröffnet. Vorrücken! Mir gefällt das nicht. Sei stark, Hauptmann. Verfolg einfach deine Befehle. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir rücken gegen einen Tiger, hatten Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Die haben es gehört, Cats. Vorrücken. Jawohl, Kommandant. Holen wir uns die Stadt zurück. Wir müssen die Truppen der Amerikaner ausschalten. Wie stark sind diese Verbände? Spielt keine Rolle. Sie sind uns nicht gewachsen. Laufen davon. Stefan hat ihnen Angst gemacht, hä? So schnell es geht! Ich hab's gleich! Anton 1. Befehl bestätigt. Rücken jetzt zum Ziel vor. Da ist die Artillerie. Wir haben eine Menge Gegner, Kommandant. Gnade ist schwächlich. Ich werde meine Mutter stolz machen. Sie feuern nur, wenn sie ein Ziel haben. Sie sind getroffen, fahren aber noch. Der Schuss fortsetzt. Was ist los? Sie uns in Deckung! Wir haben nicht die Zeit! Geschafft! Das war der letzte. Wir haben's geschafft! Mein Gott, ich kann nicht! Das war verdammt knapp! An alle verbliebenen Panzereinheiten! Rücken Sie zum Sammelpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen! Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück! Herz! Ja, Kommandant! Einsatzbereit! Langsam, Herz. Nicht so dicht an die Mauer. Das ist ein Hinterhalt. Schröder! Treffer! Aber die Panzerung hat gehalten! Einsatzbereit! Sie uns zur Brücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen. Vorgeschobene Stellung der Amerikaner. Bringen Sie uns rein. Sie sind getroffen, fahren aber noch. Schröder, schießen Sie weiter. Shermans. Wie viele Panzer haben Sie wohl? Ganz ruhig. Wir schaffen das. Sollen Sie noch? Sie dürfen nicht zurückschießen. Treffer! Treffer! Wir müssen irgendwas tun. Noch einen Treffer überleben wir nicht. Tun Sie, wofür Sie ausgebildet wurden. Legen Sie los! Komm schon! Komm schon! Ich glaube nicht, dass jetzt noch was kommt. Fahren Sie weiter, Kerz. Das wäre erledigt! Reparaturen erledigt! Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, Herrgott nochmal. Sie sind so wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Ach, dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter, ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Wo ist Hauptmann? Wo ist der hin? Der desertiert. Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Bringen Sie uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Anton 1, rücken Sie zur vorgeschobenen Basis vor. Zerstören Sie sämtliche Unterlagen über unsere Truppenbewegungen und stoßen Sie an der Kathedrale zum Rest unserer Streitkräfte. Verstanden. Oberkommando. Oberkommando Ende. Sie wissen, was Sie zu tun haben, Kerz. Kampfbereitschaft, Kommandant! Warum kann er nicht einfach Ja sagen? Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine, sondern einfach nur ein verwundbarer Mann voller Fehler. Change it to. Schaltpeter. Ziel getroffen. Wo kommt das denn her? Peter! Nein! Nein, nein, nein! So schnell es geht! Nur noch eine Sekunde! Reparaturen erledigt! Stefan repariert. Ah, ich musste nur ein wenig basteln, aber das Funkgerät ist hinüber. Großartig. Bringen Sie uns zur vorgeschobenen Basis. Wir haben noch was zu erledigen. Das ist die Basis. Was jetzt? Geben Sie mir Deckung, wenn möglich. Ich suche die Dokumente. Ich denke, das war's. Das war's. Fahren wir zur Kathedrale. Hartmann? Dieser Idiot! Halten Sie den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie befohlen. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. War einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Verteidigungsstellung. Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken. die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Halten Sie die Brücke. The cathedral is surrounded. Lower your weapons. You cannot win this fight. Für Deutschland! Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen! Verflucht! Sind Sie verrückt? Ruhe! Alle! In Bewegung bleiben oder Deckung suchen! Irgendwelche Befehle, Kommandant? Beschuss fortsetzen! Sie sind getroffen, fahren aber noch! Treffer! Uns verraten. Die haben die Brücke gesprengt. Die wollen uns hier verrecken lassen. Das weißt du nicht, Kerz. Komm, wir müssen jetzt... Was? Stärke zeigen. Hä? Ärger doch mal. Sieh dich doch um, Peter. Gott steh uns bei. Alles, woran wir geglaubt haben. Alles, was wir dafür getan haben. Es ist vorbei. Nein, Kerz. Komm. Tu das nicht, Kerz. Peter, es ist vorbei. Er war ein Verräter. Kerz! Kerz! Ich weiß, er war ihr Freund, aber er ist desertiert. Gemeinsam sind wir stärker, richtig? Die Schwachen überleben nicht. Das waren doch ihre Worte, oder? Sagen Sie's! War das nicht so? Just give up!